Tag, Herr Wichmann. Hallo. Sie hatten gestern zum Thema Minderheitenrechte der Opposition ja einiges zu erleben und haben dort entsprechend auch gesprochen. Die Vorgeschichte rund um das Thema haben wir ja teilweise auch schon in Videos begleitet. Ihre Fraktion hat einen eigenen Gesetzesentwurf eingebracht. Es gab aber zusätzlich auch einen Gesetzesentwurf der anderen Oppositionsparteien. So ist das ja. Was ist hier eigentlich los? Das könnte man sich in der Tat und mit Recht fragen. Was ist hier eigentlich los? Der Antrag war zum Teil wortgleich. Es ging darum, wirklich im Einzelnen dasselbe zu fordern. Sie haben es dann noch ein bisschen aufgehübscht, noch ein bisschen erweitert, noch andere Themenfelder mit reingebracht. Wir haben uns halt im Ursprung gedacht, wir beschränken uns erstmal auf ein wichtiges Recht. Dann sind die Chancen höher, das durchzukriegen, als wenn wir gleich alles fordern. Im Ergebnis war es aber so, dass bei dem, was wir gefordert haben, tatsächlich Wortgleichheit da war zwischen dem Antrag, den wir eingebracht haben und den FDP und Grüne gestellt haben. Warum haben die das gemacht? Ganz einfach. Die glauben, es wachsen ihnen so kleine Hörner, wenn sie einen Antrag von der AfD unterstützen. Sie wollen partout nicht in einen Topf geworfen werden mit der AfD. Ich glaube, die haben alle eine Heidenangst davor, dass irgendwann mal jemand sagt, Finger auf die zeigt und dann sagt, irgendwie, ihr habt die AfD unterstützt. Über kurz oder lang ist das ja völlig unvermeidlich. Ich meine, irgendwann kommt man in die Situation, dass man zusammenarbeiten muss, sonst erreicht man nichts. Aber sie zögern es halt raus. Geschenkt, wir ziehen unser Programm durch und ich glaube, dass wir mit unserem Antrag auf jeden Fall richtig lagen. Wie meinen Sie, wirkt das auf den Wähler, wenn man hier in der Opposition sich, obwohl wortgleiche Ideen bestehen, so gegeneinander abgrenzt? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der Wähler das so im Detail gar nicht mitkriegt. Das ist schade, weil eigentlich ist das natürlich Absurdistan. Also das ist ein Stück aus dem Tollhaus. Insbesondere, weil man auch im Vorfeld natürlich so ein paar Sondierungsgespräche geführt hat, dass man klar war und überein auch schon gekommen war, dass die Oppositionsrechte dringend gestärkt werden müssen. Also da gab es durchaus so leichte Gespräche innerhalb der gesamten Opposition. Aber die Zusammenarbeit wird strikt verweigert und das ziehen die Herren und die Damen gnadenlos durch. Nicht zum Nutzen der Demokratie, wie ich finde. Nicht zum Nutzen der Demokratie, ein gutes Stichwort. Es gab dann ja die Reaktion natürlich auch der Koalitionsparteien. Und es hieß dann, Minderheitenrechte stärken, ja, aber eine Verfassungsänderung, nein. Man könne ja auch mit anderen Mitteln arbeiten. Ja, mit welchen Mitteln? Mit einem Versprechen auf dem Schulhof oder was? Also ganz im Ernst, das ist natürlich Unfug. Das ist wirklich geballter Nonsens. Was die meinen, ist ja nichts anderes als eine Art von Versprechen. Ja, die bringen dann immer rein, ja, beim Koalitionsvertrag, da funktioniert das ja auch. Ja, in der Tat funktioniert es da sehr gut, weil ansonsten, wenn man den Koalitionsvertrag, die Versprechen, die man darin gibt, verletzt, dann ist die Koalition geplatzt und dann verlieren alle ihre Ämter und das wird keiner riskieren wollen. Aber hier verliert keiner irgendwas, wenn man das Versprechen bricht und man kann es auch vor keinem Gericht einklagen. Wenn man das alles auf eine Versprechensbasis stellt, ist das natürlich grober Unfug und im Übrigen gehören demokratische Oppositionsrechte gehören Rechte, das sagt doch schon der Name, das gehört ins Gesetz und nicht in einen Privatvertrag oder ein Handshake zwischen Herrn Weil und Herrn Bürgner oder wie auch immer das dann gestaltet werden soll. Um mal ein bisschen konkret zu werden, es ging ja unserer Fraktion darum, dass künftig die Fraktion selbst in der Lage ist, das Normenquorum zu erfüllen und nicht mehr ein Fünftel notwendig ist. Vielleicht als allererstes kurz gefragt, was heißt das Normenquorum? Also, und ein Fünftel, warum stattdessen lieber eine Fraktion? Sie hatten das ja auch begründet, sehr gut mit der Segmentierung innerhalb der Oppositionsparteien. Also man muss sich das so vorstellen, dass in der niedersächsischen Verfassung steht drin, wann darf man eigentlich mit seinen Anliegen, Überschrift, dieses Gesetz halten wir für rechtswidrig, wer überprüft das? Der Staatsgerichtshof, das ist ein besonderes Gericht. Das tritt auch nicht permanent zusammen, das tritt immer nur bei Bedarf zusammen. Und dieser Staatsgerichtshof, den soll man halt nicht jede Woche anrufen dürfen. Und deswegen gibt es eine Mindestforderung und die sagt, ein Fünftel des Landtages muss sich zusammenfinden, um eine solche Klage einzureichen, sonst ist sie unzulässig. Und dann beschäftigt sich der Staatsgerichtshof dementsprechend damit nicht. Jetzt muss man aber wissen, dass diese Normenkontrolle, also die Möglichkeit von einem Gericht rechtlich bindend ein Gesetz überprüfen zu lassen. Das heißt, wenn das Gericht feststellt, das Gesetz ist rechtswidrig, dann ist es außer Welt. Dann ist es vorbei. Tschüss, ade. Und genau diese Möglichkeit ist natürlich ein ganz scharfes Schwert der Opposition. Und wenn die Opposition dieses Fünftel des Landtages nur mit Mühe und Not zusammenkriegt und dann aus völlig unterschiedlichen Richtungen die Leute zwingend zusammenarbeiten müssen und gleichzeitig, wir haben es eben schon erwähnt, die anderen Parteien jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen, dann wird es für uns völlig unmöglich und für die anderen fast unmöglich, überhaupt so ein Quorum, nennt man das, also dieses Fünftel des Landtages zusammenzukriegen. Und dann ist das Schwert der Opposition aus der Hand geschlagen. Dieses Schwert ist aber kein Selbstzweck, es dient dazu, die Arbeit der Regierung zu überprüfen und sie immer unter diesen Aspekt zu stellen, wir können eure Arbeit überprüfen,
Also müsst ihr besser arbeiten, als einfach nur hinschludern. So, und das fällt weg. Was passiert? Die schludern noch mehr, als sie eh schon tun. Und jetzt haben wir ja einen sehr aktuellen Bezug. Also wir haben ja auch die Schachtschneider-Videos und die Schachtschneider-Situation noch im Gedächtnis, wo er das auch sehr schön erklärt hat. Wir haben ja durch die Lex AfD, die sich jetzt gerade eben auch zugespitzt hat, eine Situation, wo wir quasi selber auch von diesen Mitteln Gebrauch machen wollen. Und es wird uns jetzt nicht gewährt, wie wir jetzt erfahren haben. Ja, Lex AfD und gerade eben die Nichtwahl von Stefan Wirtz in den Stiftungsrat. Wie beurteilen Sie jetzt die Situation? Ich finde das ein ganz schlimmes Zeichen. Herr Wirtz wäre eine ganz hervorragende Besetzung in diesem Stiftungsrat gewesen. Ich bin sehr enttäuscht, dass die Mitglieder des Landtages diese Qualitäten von unserem Kollegen Wirtz nicht erkannt haben. Nein, aber Spaß beiseite. Ich bewerte das als Zwischenschritt. Wir werden auf jeden Fall versuchen, diese Sache vor Gericht zu kriegen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Die AfD ist bekanntlich erfinderisch und hat einen sehr gesunden Menschenverstand. Und wir arbeiten daran, dass wir das irgendwie noch hinkriegen, tatsächlich eine Klage zu formulieren, die auch nicht unzulässig wäre. Und da war das ein wichtiger Zwischenschritt jetzt, in dem wir gezeigt haben, wir tun alles, um unseren Sitz zu bekommen im Stiftungsrat. Kein Richter kann uns nachher vorwerfen, ihr habt nicht alles probiert. Aus dem Grund schon mal kann diese Klage, wenn wir sie denn hinkriegen, nicht abgewiesen werden. Und das war für uns ein wichtiger Schritt. Aber es ist ein Zwischenschritt. Die Sache ist noch lange nicht zu Ende. Die AfD gibt so schnell nicht auf. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie nur unter Protest das heute so mitmachen. Von das daher war der wichtige Satz, haben Sie das deutlich hervorgehoben. Ich würde Sie ganz gerne am Schluss noch fragen, wie Sie jetzt, wir sind jetzt ja fast am Ende des zweiten Tages, wenn Sie so einen Zwischensummenstrich drunter ziehen, jetzt das Plenum beurteilen. Wir hatten so ein bisschen den Eindruck, es hat sich ein bisschen zugespitzt, gerade gestern. Wie beurteilen Sie es als parlamentarischer Geschäftsführer? Also es ist in der Tat so, ich habe das auch für mich so beobachtet, dass die Fronten sich jetzt doch nochmal versteifen und dass es der Ton auch härter wird. Der politische Gegner arbeitet immer mehr mit Unterstellungen. Also es wird, wir halten eine Rede und dann kommt der Gegner ans Mikrofon und hält seine Gegenrede und behauptet, dass wir behauptet hätten das und es stimmt schlicht nicht. Also es wird wirklich glattweg auch gelogen. Es werden Sachen behauptet, es wird mit Unterstellungen gearbeitet, es wird Sachen weggelassen. Es wird einfach ignoriert, dass wir das auch gesagt haben. Das ist eine Strategie, die viele Leute, die die AfD bereits wählen oder doch zumindest mit Sympathie verfolgen, kennen. Das sind wir von den Altparteien im Grunde ehrlich gesagt nicht anders gewohnt. Wir werden darauf natürlich mit einer Gegenstrategie antworten, ganz klar. Wir haben trotzdem, glaube ich, am Ende des Tages hier einen sehr erfolgreichen Plenumstag gehabt. Auch zu danken natürlich einer grandiosen Rede von Christopher Emden. Das kann ich also wirklich gar nicht doll genug betonen. Wir werden die verlinken oben im Video, sehen Sie dann gleich. Ja, also das ist wirklich lohnenswert, diese Rede zu sehen, weil sie einfach geschliffen ist und gestochen scharf und weil sie das Problem, dass die anderen sich einfach einen feuchten Kehricht gekümmert haben um dieses Symbol, um diesen 28. August für die Deutschen in Russland. Die haben immer alles Mögliche gemacht, aber eben diesen 28. August haben sie nicht als Feiertag. Frau Schöder-Köpf hat ja gemeint, man könnte zu einem runden Jubiläum vielleicht dann doch darauf zurückkommen. Ja, zu einem runden Jubiläum. So kennen wir die Altparteien natürlich immer als Versprechen und in die Zukunft und dann mit Stuhlkreis und Problemkerze. Nein, was wir wollen, ist eine würdige Feierstunde. Was wir wollen, ist, dass es wirklich es einfach mal auch gewertschätzt wird, dass Teile unseres Volkes so eine schlimme Vergangenheit haben. Ich glaube, mehr kann da auch Christopher Emden natürlich sehr gerne zu sagen. Aber ich glaube, dass das wirklich ein Markstein war. Wir haben auch am ersten Tag sehr gute Beiträge gehabt. Ich glaube, dass wir bei der Frage der Rechte der Opposition unseren Standpunkt sehr gut vertreten haben. Ich glaube, dass wir mit Jens Ahrens eine hervorragende Rede wieder abgeliefert haben. Abschiebung kann Leben retten. Das ist ein Schlagwort, ganz klar. Das provoziert, aber es ist eben auch die Wahrheit. Vielen Dank, Herr Wichmann, und viel Erfolg.